und wir haben halt linear gedreht. Also war es einfach gedreht, wie es ist und jetzt nicht... Ja, recht ähnlich. Also ja. So ein bisschen gab es dann schon mal, dass man dann irgendwie in Winterberg war und dann in Großfeld und dann wieder nach Darmstadt. Aber im Grunde schon halt erst Deutschland, dann Holland. Und von daher, ja, kommt das so ein bisschen so hin. Ja, danke schön. Sachen mit den Streiflichtern, wo ich ja immer so dachte, so, mein Gott, das ist ja so Käseblättchen, da steht jetzt nicht so viel. Nee, die Streiflichter. Ja, hallo, heute Ahaus. Wir haben 21 Tage im letzten September gedreht für unseren Dokumentarfilm und können ihn jetzt auch in die Region bringen, nach Ahaus heute. Aber der Film läuft auch nochmal in Großfeld und es ist ein deutsch-niederländisches Filmprojekt. Das sich beschäftigt mit der Werke, mit dem Fluss, der von Billerbeck nach Südfinn fließt. Ja, und es waren heute sehr viele Leute da und es waren auch sehr nette Gespräche. Und ich hoffe, dass auch noch mehr Leute in den Film kommen, in der Region und sich den anschauen. Und vielleicht dann auch mal den Sprung über die Grenze schaffen Richtung Holland. Ja, damit man sich einfach mal anschaut, was das für Nachbarn sind.